Und da sind wir wieder mit einem neuen 7 Days 7 Looks Video mit Outfit-Ideen für den Frühling. Der Montag startet mit diesem schwarzen T-Shirt von meinem Kooperationspartner in diesem Video, Lily Silk. Das T-Shirt ist aus 100%iger mongolischer Kaschmirwolle und ist sehr, sehr weich. Und durch das Kaschmir hält das T-Shirt warm, ist aber auch atmungsaktiv. Das nächste Teil, diese graue, gekroppte Anzugshose aus 100% italienischer Merino-Wolle, ist ebenfalls weich und atmungsaktiv und ist damit auch ein gutes Teil für den Frühling und auch Sommer, würde ich mal meinen. Bei Lily Silk gibt es bis zum 13. März den Muttertags-Sale mit vielen Rabatten, aber ich habe auch ein paar Codes für euch, die ich euch hier einblende. Ich trage zum Outfit einen Gürtel von Arket und Sandalen von Kate. Für die Tasche fiel meine Wahl auf die Prada Re-Edition Bag. Und dann kombiniere ich noch einen dunkelgrauen Blazer von And Other Stories dazu. Die kassige Form gefällt mir im Kontrast zu der schmalen Hose ganz gut. Und dass die Grautöne nicht identisch sind, finde ich gar nicht mal so schlecht und macht das Ganze irgendwie natürlicher. Und damit hätten wir einen grauen Look, passend zu dem aktuell auch recht grauen Frühling. Das Dienstagsoutfit beginnt mit einem schwarzen Polunder von Arket. Als nächstes kommt ein langer Rock von COS dazu. Und auch hier trage ich den breiten Gürtel von Arket. Als Schuhe hätten wir die Tabby Pumps von Maison Margiela. Hauptsache vorne geschlossen und ein klein wenig Absatz. Und als Tasche kommt hier meine kleine 90s Bag von The Road zum Einsatz. Das letzte Teil, das man optional zu diesem Outfit kombinieren könnte, wäre ein schwarzer Blazer. Dieser hier ist von COS. Entweder so um die Hüfte gebunden, was ich momentan irgendwie ganz gerne mag, macht ein Outfit ein Stück weit interessanter und skulpturaler. Oder ganz normal angezogen eben. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal kein All-Black-Look, also wurde es mal wieder an der Zeit. So, hier noch die Ärmel etwas hochkrempeln, was bei Oversize-Fits immer ganz gut ist. Und fertig ist das Outfit. Beim Mittwoch haben wir ein Jeans-Outfit. Diese Jeans ist von And Other Stories, allerdings schon ziemlich alt. Und als nächstes haben wir ein weiteres Teil von Lily Silk, und zwar eine cremeweiße, luftige Bluse aus Maulbeerseide. Das Besondere sind die zwei langen Bänder hier am Kragen. Also erstmal anziehen, zuknöpfen, reinstecken und dann binden wir die Bänder jeweils einmal um den Hals und dann zu einer Schleife und fertig. Dazu trage ich dann wieder die Sandalen von Kate. Und die The Row 90s Bag. So eine weiße Schluppenbluse verbinde ich meistens nur mit formellen Anlässen, aber so kombiniert zu einer Jeans finde ich sie richtig cool für den Alltag. Da die Schluppenbluse aber auch in den 70s besonders beliebt war, paaren wir das Ganze noch mit der getönten Aviator-Sonnenbrille von Carrera. Für das Outfit am Donnerstag style ich das Kaschmir-T-Shirt von Lily Silk in der cremefarbenen Variante. Aber diesmal um einiges entspannter als am Montag, denn als Hose kombiniere ich diese Stoffhose von Paloma Wohl dazu. Bei dem Schnitt vom T-Shirt gefällt mir, dass es etwas kürzer ist und diesen breiten Saum hat. Dadurch sitzt es automatisch etwas höher und betont die Taille. Die Sandalen, die ich dazu trage, sind welche von The Row mit einem niedrigen Absatz.
Um den entspannten Look ein wenig aufzuwerten, füge ich noch einen silbernen Armreif von Lee Studio hinzu. Als Tasche hätten wir diese große Schultertasche von Totem. Eine Schicht kommt noch dazu, und zwar ein weißes Shirt von Gant, bei dem ich die Ärmel hochkrempel. Außerdem noch eine Kette, diese ist ebenfalls von Lee Studio. Und wenn es mit Hemd zu warm sein sollte, dann kann man, dreimal dürft ihr raten, genau das Hemd um die Hüfte binden. Für Freitag sind 50 Shades of Grey angesagt, im modischen Sinne. Angefangen mit einem grauen T-Shirt von Edited und als nächstes eine graue Hose von Totem. Beim T-Shirt krempel ich die Ärmel auch ein wenig um, sieht irgendwie runder aus. Und dann trage ich meine weißen Loafers von Arket dazu. Aber irgendwie ist der Look noch nicht ganz komplett. Ich habe hier dieses graue Hemd von Arket und auch das binde ich mir um die Hüfte, aber diesmal wirklich als Styling Choice. Es überbrückt die zwei Grautöne miteinander und sorgt mit dieser zusätzlichen Lage für mehr Dimension oder so. Und als Tasche haben wir hier eine schwarze Flechttasche von Massimo Dutti. Und zu guter Letzt eine kantige Sonnenbrille von Phoebe Philo. Und fertig ist der gelayerte, entspannte Look für den Freitag. Weiter geht's mit Grau, hier in Form von diesem Tanktop von Floor Floor und eine dunkelgraue Straight Fit Jeans von Ascot. Dazu kommt mal ein besonderer Gürtel, dieser hier ist von Kate und hat große auffällige Nieten. Und auch die Schuhe sind etwas anders, das sind Mesh Ballerinas von Alaya, die ich im letzten Jahr rauf und runter getragen habe, weil sie so bequem sind. Und bei der Tasche wähle ich dann auch noch etwas, was irgendwie nicht dazu passt, aber ich genau deswegen ganz cool dazu finde, eine braune Flechttasche von Dragon Diffusion. Dann noch die Phoebe Philo Sonnenbrille dazu und wir hätten mein Cool Girl Outfit. Damit aber noch nicht genug, denn ich ziehe dann noch diesen Ledermantel von Massimo Dutti dazu an. Das Outfit ist genau für so ein Frühlingswetter, das ich nicht recht entscheiden kann. Warm und daher ärmellos oder doch eher Mantelwetter, also beides irgendwie. Und falls die Schuhe zu speziell sind, alternativ hätten wir hier die Sandalen von Totem. Die machen das Outfit irgendwie ein wenig weiblicher, wenn man das so sagen kann. Ja, fertig ist der Look für den Samstag. So, und dann wären wir beim letzten Outfit für diese Runde. Erstmal haben wir hier ein kurzärmeliges Leinenhemd von Arket und dazu dann noch diese cremefarbene Seidenhose, auch von Arket, mein absolutes Sommerteil. Dann auch hier wieder Mesh-Ballerinas, diesmal aber weiße von Dear Francis. Und eine schmale Sonnenbrille von Celine. Außerdem hätten wir hier wieder den Shopper von Totem und halten das Ganze somit entspannt. So, und auch hier kann man wieder einen Blazer dazu kombinieren, wenn der Bedarf besteht. Dieser ist wieder der schwarze von COS. Ärmel hochkrempeln und fertig. Und wenn man Bock hat, kann man auch hier wieder den Blazer umbinden. Hier mag ich, wie die Knöpfe vorne sichtbar sind. Und fertig ist der Look und damit meine 7 Days und 7 Looks. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!